zum Kampf, Held. Aber wisst, dass ich immun gegen alle Waffen bin. Bis auf eine. Ein magisches Schwert, das der Fluch meiner Existenz ist. Das könnt ihr unmöglich haben. Das Fluchschwert! Das kann nicht sein! Nein! Okay. In was für einem Spiel kann man den Fiesling mit einem Hieb töten? Der Held hat das Fluchschwert des Barons von euch. Ja, aber es sollte nicht so einfach zu kriegen sein. Hört endlich auf, Leute, ja? Also, zurück zum Spiel. Oh, danke für die Rettung. Wie kann ich euch nur belohnen? Ich hatte schon eine Idee. Ja, der Held küsst die Prinzessin. Oh nein, jetzt muss man Pappschild. Sie ist eine starke, selbstbewusste Frau, die ihr Leben selbst bestimmt. Wir bedrohen sie. Das überrascht mich echt. Großartiges Ende. Der Held hat keine Zeit für menschliche Emotionen. Für ihn zählt nur der Ruhm der Schlacht. Ja. Ich glaube, der Held liebt sie. Aber aus Liebe beschließt er, die Prinzessin vor einer gefährlichen und unsicheren Zukunft zu bewahren. Nein! Oh, jetzt ruiniert es nicht. Ich stimme Ben zu. Anfangs war sie verletzt und bestürzt. Aber als sie einsah, dass der Held selbstlos gehandelt hatte, wurde ihre Liebe immer stärker. Gut, das kann sie glauben. Aber die Wahrheit ist viel düsterer. Oh ja. Yeah. So, und jetzt werden wir groß und machen das ganze Spiel kaputt. Verübte Verbrechen. Wir sind noch ziemlich nett, was Verbrechen angeht. Vielleicht sollten wir einfach mal nur Spaß so eine Verbrecherbox öffnen und dann wirklich böse werden. Oh ja. Ja, genau, wir werden als nächstes was irgendwas ausrauben. Oh, sind wir böse. Wir werden es eh nicht tun. So wie ich mich kenne. Ausgezeichnet, das war fantastisch. Ansichtssache. Du bist der beste Held aller Zeiten sein. Mein Zaubererbarde sollte ein Lied über euch schreiben. Ha, was auch immer. Wir verleihen euch den Titel Ehrenmeister der Verliese. Cool. Das ist gut gelaufen, oder? Ein tolles Spiel. Wann treffen wir uns wieder? Nächste Woche selbe Zeit? Wo ist die Kugel? Kugel? Welche Kugel? Na, welche schon? Die Kugel der interplanaren Übertragung. Der Held hat sie. Oh, ist doch egal. Für ein magisches Artefakt mit unermesslicher Macht war sie etwas schäbig. Okay. Jetzt haben wir ein richtig mächtiges Werkzeug. Ich kaufe alles. Jedenfalls fast alles. Wer? Wo? Wer kauft alles? Irgendwie muss einer sein, der alles kauft. Nein, ich will nicht ausgraben. Ich will den finden, der alles kauft. Ja, okay, wir graben halt schnell. Wo können wir denn jetzt verkaufen? Ich glaube, um die Uhrzeit möchte uns irgendwie keiner mehr aufmachen. Wir leiden ein wenig unter Engpässen und deshalb biete ich euch mehr, falls ihr das habt, was ich suche. Ja, wer bietet uns denn bitte mehr? So, ich wollte mal ein bisschen Unruhe stiften. Bei ihm hier verkaufen? Ja, wir haben einen Pfandleiher gefunden. Der Schmied sucht jemanden, der gerne den Hammer schwingt. Huch. Gegenstände verkaufen. Das hört sich doch endlich mal gut an.
Der hat ganz schön viel Geld. Habt ihr etwas, das... Wir sollten über den Preis sprechen. Wir tanzen erstmal mit dem Pfandleier, um noch ein bisschen was rauszukitzeln. Ja. Jetzt fühlt sich der Pfandleier bestimmt super toll und verkauft uns das für mehr ab. 5%. Ja, das klingt doch super. Verkaufen. Feilschen wir gleich nochmal. Ja. Ach cool, jetzt können wir ja auch schon mit ihnen uns befreunden. Bringt mir, was ihr nicht mehr. Das ist ja genial. So. Was haben wir noch zu verkaufen? Ja, den verkaufen wir jetzt einfach. Ich kaufe euch gern ab, was ihr nicht braucht. Was haben wir noch? Parfüm können wir verkaufen. Spielzeugschwert. Gadget. Verkaufen wir. Ausgezeichnete Ware. Kommt wieder, wenn ihr noch etwas verkaufen wollt. Zu viel Ehering. Verkauft sie mir. Bleib, behalten wir erstmal. Diamant. Ui. Damit mache ich hoffentlich Gewinn. Den Smaragd natürlich auch. Unsere Perle. Topaz. Endlich mehr Topaz. Ich kaufe euch gern ab, was ihr nicht braucht. So, und das behalten wir erstmal. Okay. Ein Sicherheitsmodus. Interessant. Ich biete bares Geld für Dinge, die ihr nicht wollt. Sofort. Aufstehen, die Sonne geht auf. Verkaufen tust du aber nichts, oder? In der Stadt werden die Waren knapp. Ich könnte ein Vermögen machen, wenn ich die richtigen Waren liefern könnte. Nee. Wir könnten Freunde werden, wenn ihr mir helft. Dieses Paket muss jemandem gebracht werden. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr das erledigen könntet. Naja, Freunde beschenken uns ab und zu. So ein Pfandleier als Freund zu haben, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Auslieferung wieder zu mir zurück. Ah, jetzt haben wir den Auftrag bekommen. Kommt her und ich kaufe sie euch ab, ja? So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Mal schauen, wo wir hin sollen. Freunde zu haben lohnt sich immer. Ich bin mal gespannt, wie die Mission weitergehen wird, sobald wir genügend Punkte gesammelt haben. Dieses ewige Graben. Immer sind wir nur am Graben und am Buddeln und am Schaufeln. Hundetraining. Das ist doch praktisch. Dann trainieren wir unseren Hund doch mal. Und wir können auch gleich nochmal... Na, komm jetzt, kommst du mal her. Jetzt. Komm doch mal. Das ist erst dieser Hund, ne? Geht doch. Wir müssen ihn doch auch mal belohnen dafür, dass er immer so viele Schätze von uns für uns findet. Der rennt nicht mal hinterher. Hä? Du warum denn halt nicht? Da rollt das Bällchen. Deckt euch im Tränkenläden mit Gesundheitstränken ein. Nein. Uiuiui. Wir haben schon 32.731 Meter hinter uns gelegt. Joa.
Wir sind schon ordentlich was gelaufen hier. Nicht schlecht. Und wir hatten noch keine Ehe. Wieso nicht? Bring das Paket zu Boris. Ab zu Boris. Bin mal gespannt, wo der Lümmel sich aufhält. Mal gucken. Das kommt mir hier aber noch nicht sehr bekannt vor. Es ist neu, hier waren wir noch nicht. Oha. Eieiei. Die scheinen nicht so nett zu sein. Abschaum? Hast du mich gerade Abschaum genannt? Yo! Damit sind wir schön im Feuer ausgewichen. Wenn das nicht mal nice war. Das ist auch so ein Anführer. Ich dachte, die Rebellen, davon hätten uns, sich die meisten uns angeschlossen. Aber anscheinend ist das nicht so. Der sieht ziemlich ähnlich aus wie der, den wir besiegt haben. Oh, da wird gerade ziemlich viel Schaden. Auch die sind ja niedlich. Erdgeister, was ich mal so. So. Wessen Geheimwaffe? Ach, hier ist noch einer. Okay. Unsere Erdgeister haben ihn hingerichtet. Oder was auch immer das für Geister sind. Auf jeden Fall sind die cool. Ein Diamant. Schön. Hoffentlich können wir die Sachen auch teurer verkaufen. Wenn wir mit ihm befreundet sind, das wäre natürlich echt genial. So. Alter Schäde, wo wir ganz hinlaufen. Oh, da hinten ist ein Fragezeichen, ein Ausrufezeichen. Da sollen wir eventuell hin. Eventuell. Da unten ist auch eins. Und da unten sind Gegner. Dann sollen die mal herkommen. Und Pain. Gegen den Eissturm sollte sich keiner reinwagen. Und haben wir einen Banditen getötet. Was ist das? Nicht auf mich schießen, aber sonst auch nicht. So. Das war das. In die Richtung müssen wir, wenn wir zu Boris wollen. Ich bin ja dennoch interessiert, was da hinten abgeht. Aber wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg in die Richtung. So. Ach, schön. Schöne Landschaft. Ach, das sind mal keine Feinde. Das freut mich. Hier ein Paket. Oh, vielen Dank dafür. Adliger Boris. Mit dem können wir Händchen halten, aber der ist uns nicht so gut gesonnen. Sind diese drei Männer nicht ein wenig zu alt dafür, Zauberer zu spielen? Werdet erwachsen. Man hört nicht oft von ehrbaren Leuten, die sich aufs Abenteuer. Ich bin ein ehrbarer Mann und ich würde sehr gerne mit dir tanzen. Lasst mich euch ihren fetten Hintern hochheben. Okay, mit dir möchte ich mich aber nicht befreunden. Tut mir leid. So.
Rahmen, aber wieso der Boris uns nicht so gerne mag. Oh, geil. Ach, schade. Ich dachte, wir machen jetzt nicht einen auf Luftgitarre, sondern auf Luftschaufel. Das wäre natürlich sehr elegant gewesen. Bild. Damit können wir unser Haus dekorieren. Ach, ist das schön. Was haben wir denn hier oben noch Schönes? $750. Bitte erlaubt mir, mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Griffith Smith. Ich bin Präsident der historischen Restaurationsgesellschaft Elbion. Okay. Vor euch stand einst eine Brücke zum alten Nomadenlager, wo unsere verstorbene Majestät vor Jahren aufgezogen wurde. Leider ist die Brücke eingefallen und dieser historisch bedeutsame Ort wird schon bald vergessen sein. Posse. Vielleicht kann ich euch zu einer Spende überreden, um diesen historisch bedeutsamen Ort zu erhalten. Ach, wir müssen ihnen das geben. Naja, wir sind mal so großzügig. Für 5 Gildensiege. Ach, was soll der Geiz? Noch ein Sieg für die historische Restaurationsgesellschaft Albions. Kommt wieder, wenn die Brücke fertig ist. Schön. Jetzt wird die Brücke fertig gebaut. Nur weil wir 750 Euro... Gold ausgegeben haben. Prächtig, prächtig. Ach, wie niedlich. Peter. Also nie etwas Böses. Komm, Peter, lass uns pfeifen. Schön, Peter. Ja, aber Peter, mit dir möchte ich jetzt auch nicht so viel machen. Oh, Frames. Adlige Yvonne. Also hier haben wir die ganzen Adligen. Wir könnten uns ja auch mal mit einer Adligen, ihr wisst schon, liieren. Oh. So. Bisschen Magie mit dem Spiel. So, bitteschön. Helft dir gerne. Ausgrabungsort. Wir haben sie bestimmt bewacht. Die wollten gerade den Schatz ausrauben. Ausgraben. Wie auch immer. Hundi, kommst du mal hier rum? Ohne dich finde ich den Schatz nicht. Er hat's geschafft. Ja, dann buddeln wir doch mal, was das Zeug hält. Damit sich unser Hund im Dreck wühlen kann. Oh, Gold. Hm? Schon wieder? Hab ich dich übersehen? Oh, das war ein Headshot. Noch eine Adlige. Das ist die Frage. Machen wir was mit einer Adligen? Ja, nein. Oh, wir können hier Häuser kaufen. Ei! Das will ich aber haben. Dafür müssen wir nur ein bisschen sparen. Oh, wir haben noch was zum Ausgraben. Ein bisschen schwierig, also für die Sachen braucht man echt viel Kohle. Wäre wirklich mal zu überlegen, ob ich außerhalb des Let's Play hier ein bisschen Geld einfach mal mache. Natürlich kann ich das auch während des Let's Plays machen, nur ich glaube, das wird dann ein bisschen langweilig. Vermute ich mal so. So, und jetzt machen wir uns mal auf den Weg. Ah, Francesca ist auch eine Adlige. So, mal sehen, was da unten noch für eine Quest auf uns wartet. Ein schönes Haus. War das das, was wir kaufen? Nein, das da wollen wir kaufen. Aber das große da würde ich auch gern kaufen. Wenn es erwerbbar ist. Wieso mag der uns denn bitte nicht? Ich möchte, dass du mich magst. Oh, das war zu früh.
Interessant, wir haben ihm einen Kuss gegeben. Also das Spiel, das ist schon eine Sache für sich mit diesen Begeisterungen von anderen Leuten. Ich möchte den Adligen jetzt nicht nur weiter begeistern, weil sonst will er uns noch heiraten. Das muss nicht sein. Wie wär's mit einem Botenjob? Dieser Brief hier muss so schnell wie möglich nach Brightwall gelangen. Ich kann nicht oft genug betonen. Wo ist denn Brightwall? Brightwall ist doch hier oben irgendwo, oder? Da, Brightwall. Nee, das ist mir zu weit. Ist, dass er seinen Empfänger so schnell wie möglich erreicht. Nein, danke. Was mich mal interessiert, man kann ja, wenn man da reinzoomt, kann man sich doch die Häuser anschauen, oder? Da kann man sich jetzt auch die Preise angucken.